Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4b, der Volksschule 3 Villach-Lind, der Fachbereich Hören in Kärnten und das Kärntner Medienzentrum präsentieren den Trickfilm Die Superklasse. Ich stelle die Kinder vor von der Superklasse. Jetzt kommt Dobi. Ich habe die Pflanzenkraft. Jetzt kommt Tani. Ich habe die Kraft nicht zu verfehlt. Nun seht ihr Luca. Ich habe die Kraft nicht zu teleportieren. Jetzt kommt Leon. Ich habe die Kraft hoch zu hüpfen. Jetzt kommt Maida. Ich habe die Kraft, Leute zum Lachen zu bringen. Jetzt kommt Clemens. Ich habe die Kraft, Wasser zu beherrschen. Und jetzt kommt Laura. Ich habe die Kraft, Erde. Und jetzt kommt Sarah. Ich habe die Kraft, mich unsichtbar zu machen. Jetzt kommt Felix Masken. Es geht weiter. Hanna kommt. Ich habe die Superkraft. Ich kann mich in jedes Tier verwandeln. Jetzt kommt Valerie. Ich habe die Superkraft, die Zeit zu beherrschen. Jetzt erwarten wir Timo. Ich habe die Kraft, Metall zu beherrschen. Jetzt kommt Felix. Ich habe die Kraft zu fliegen. Nun kommt Paul. Ich habe die Kraft, durch Wände zu gehen. Jetzt kommt Florian. Ich habe die Kraft, Gedanken zu lesen. Jetzt kommt Aileen. Ich habe die Kraft, die Sonne zu beherrschen. Komm, Lisa. Ich habe die Einhornkraft. Jetzt kommt Valentina. Ich habe die Feuerkraft. Jetzt kommt Tai. Ich habe die Kraft, super schnell zu laufen. Jetzt kommt Elias. Ich habe die Kraft, super stark zu sein. Komm, Salvi. Ich bin der super kluge Maschinenbauer. Feueralarm! Dumm und Geschrei! Kinder rennen in den Park. Clemens aktiviert seine Wasserkraft und beginnt sofort mit der Löscherei. Oh Gott, ich brauche Hilfe! Hanna, hilf mir! Lisa, Felix, Luca, wo seid ihr? Hanna verwandelt sich in einen Wasserdrachen und löscht das Schulhaus von oben. Felix und Lisa retten mit der Einhornkraft die kleinen Vorschulkinder und fliegen mit ihnen am Rücken in den Park.
Luca teleportiert sich in jede Klasse und schaut nach, ob alle im Freien sind. Bao geht durch die Wände und findet am WC ein weinendes Kind. In der Zwischenzeit rettet Felix A. die Zusel am Dachboden und die Falkenkinder. Dai düst super schnell durch die Räume und rettet mit Schultaschen und Klassenbüchern. Freuen sich und jubeln der Superklasse zu. Juhu, super, Alter. Es ist fast nichts passiert. Juhu, super, Alter. Und die Direktorin schenkt der Superklasse 15 HU-Gutscheine. Hey, cool. Und einen Ausflug nach Weißtritz. Mit Übernachtung. Die Kinder wollen den Brandstifter fassen. Salvi baut einen elektrischen Schnüffelhund. Und der findet den Brandstifter versteckt im Park unter der Rutsche. Alle jubeln und rufen im Chor. Das war ein Tag! Wir freuen uns schon aufs nächste Abenteuer! Die Superklasse spielt im Park. Die Kinder betteln. Valerie, lass uns endlich eine Zeitreise machen. Bitte, bitte, bitte. Valerie nimmt ihre Zeitkugel, stolpert und auf einmal findet sich in die Superklasse in einer wilden, rauen Landschaft wieder. Alle staunen mit offenem Mund. Plötzlich hören sie ein Jammern und Heulen. Leon springt mit seiner Superkraft ganz hoch und entdeckt ein Dino-Kind, das zwischen zwei Steine eingeklemmt ist. Dino-Eltern stehen daneben und sie sind ganz verzweifelt. Elias hebt mit seiner Superkraft ganz einfach die Steine weg. Die Dinos freuen sich. Die Superklasse will wieder zurück. Hier gefällt es ihnen nicht. Dino Dad sagt, das geht nur, wenn sie vier Aufgaben erfüllen. Erstens, den Kobold zum Lachen zu bringen. Zweitens, einen Zahn vom bösen Dino Rex stehlen. Drittens, 20 Regenbogensteine holen. Viertens, 9 Tränen der Sonne einsetzen. Kinder sitzen auf den Dinos und machen sich auf den Weg, um die Aufgaben zu lösen. Singen dabei ein Dino-Lied. Es ist ein Dino-Dino, ein Dino-Dinosaurier. Es ist ein Dino, ein Dino-Dino, ein Dino-Dinosaurier. Tobi zieht mit seiner Pflanzenkraft den Kobold aus seiner Höhle und Maida bringt ihn mit ihren Faxen zum Lachen. Da wird der Kobold ganz bunt und alle jubeln. Hanni und Valentina verwandeln sich in schicke, süße Dino-Girls. Als der furchterregende Dino Rex sie sieht, verliert er sein Herz und rennt auf sie zu, um sie zu umarmen. Da springen sie schnell in letzter Sekunde auf die Seite und der Dino stürzt und verliert dabei einen Zahn. Juhu, super! Clemens lässt Regenwolken kommen. Eileen lässt die Sonne scheinen.
Timo wirft Eisbrocken in den Regenbogen und Laura holt 20 Regenbogensteine wieder aus dem Bogen heraus. Die Kinder jubeln. Eileen besucht Schwester Sonne und erzählt ihr eine traurige Geschichte. Die Sonne beginnt zu weinen und die Sonnentränentropfen stürzen auf die Erde. Alle jubeln. Die Aufgaben sind erfüllt. Mitten in der Verabschiedung sagt Flo, wollt ihr nicht in unsere Zeit mitkommen? Das wäre super genial toll. Salvi baut sofort eine Dino-Verkleinerungsreisebox. Schnell, schnell, die Dinos werden eingepackt. Valerie schnappt sich die Zeitkugel und schwupps sind alle wieder zurück. Die Dinos kommen aus der Box und werden wieder riesig. Die Superklasse wird durch diese Aktion weltberühmt.